Glaube, Kirche und Religion sind für viele Menschen wichtig im Leben. Doch immer mehr treten aus der Kirche aus. Österreichweit ist die Zahl der Kirchenmitglieder um knapp 15% gesunken. Ein schreckliches Jahr für die Kirche, denn ein so großes Minus wäre für eine politische Partei wohl der Untergang. Den vermehrten Kirchenaustritten will Bischof Hermann Glättler gezielt entgegenwirken. Eine Möglichkeit ist der persönliche Kontakt mit Jugendlichen. Dadurch will er die Kirche für die heutige Generation wieder interessanter machen. Die Schüler der HTL Fulpmes nutzen die Gelegenheit und laden den Bischof zu einem Gesprächsabend ein. Heute hier in Fulpmes war es sehr anregend, weil sie die gut vorbereitet haben. Man merkt auch, dass sie eine Freude und eine Lust haben, den Bischof zu interviewen. Und dann kommt es zu einer Begegnung. Und ich habe versucht, ihm auch viel zu erzählen aus meinem Leben. Und man merkt, es kommt dann an. Das sind Geschichten, die konkret sind, wo sie es dann auch wiederfinden können. Mit einem Fragenkatalog fühlen die Schüler der HTL den Bischof auf den Zahn. Wie können Sie sich so viele Kirchenaustritte erklären? Welchen Rat würden Sie Jugendlichen geben? Oder ist das Zölibat noch zeitgemäß? Ja, nein, es war, wie gesagt, ein sehr lockerer Gesprächspartner, war sehr angenehm mit ihm. Und ja, seine Lebensgeschichte hat mich eigentlich am meisten überrascht. In der Diözese Innsbruck sind 2019 4.313 Menschen ausgetreten. Als Gründe werden vor allem Missbrauchsfälle und das fehlende Interesse von Jugendlichen gesehen. Ja, ich glaube, dass sie bei vielen keine sehr große Rolle mehr spielt, was eigentlich relativ schade ist. Also ich kann es gerade aus eigener Erfahrung sagen, also ich gehe regelmäßig in die Kirche, habe lange Zeit ministriert und es ist da fehlt, glaube ich, einfach im Leben was, wenn das nicht dabei war. Viele ist Kirche einfach schon weggerutscht. Die kommen auch nicht mehr aus einer Familie oder aus einem Haushalt, wo der Glaube eine Rolle spielt. Das heißt, das ist eine ganz neue Situation jetzt, auch für junge Leute, es wieder so zu erschließen, sagen, der Glaube ist was, das stärkt mich. Vor allem diese Person Jesus, das ist, da ist viel mehr dahinter, als man oft so schnell denkt oder nur oberflächlich wahrnehmend meint. Aber es gibt auch Eintritte in die Kirche. 386 Menschen sind letztes Jahr wieder in die katholische Kirche eingetreten. Dabei ist vor allem das Alter auffallend. 60% derer, die wieder in die Kirche eingetreten sind, sind zwischen 21 und 40 Jahren alt. Durch das, dass ich aus einem kleinen Dorf komme, da wird Religion natürlich noch größer geschrieben, da wird es einfach durch die Familie noch viel mehr vermittelt. Und jetzt langsam in deren Alter beginnt man natürlich sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es war mal sehr spannend für mich, weil es war natürlich eine neue Erfahrung, es war eine wertvolle Erfahrung, es war ein sehr interessantes Gespräch mit dem Herrn Bischof, er hat uns sehr spannende Antworten geliefert und er ist schon sehr offen auf teilweise sehr kritische Fragen eingegangen. Bischof Hermann Glättler will dieses Jahr vermehrt Unternehmungen für Jugendliche starten, darunter eine Reise nach Israel. Das Potenzial für unsere Zeit liege darin, die Botschaft Jesu nicht für uns zu behalten, sondern allen Generationen zugänglich zu machen, so der Bischof.